Willkommen Leute bei den Professionals. Hier ist euer Peak und da hinter der Kamera wieder euer freundlicher Shinobe. Mahlzeit. Da mir meine Uhr abhanden gekommen ist, das heißt abhanden gekommen, es ist mir kaputt gegangen, wurde mir zu Weihnachten ein tolles neues Gerät fürs Handgelenk spendiert. Und zwar eine Sony Smartwatch. Original verpackt, wenn wir gleich mal Unboxing machen. Was steht denn hier hinten so drauf? Dass man mehrere Modi einschalten kann, dass man sich mit Facebook, Twitter und sonstigen Google Play Sachen verbinden kann. Dass man es mit jedem beliebigen 20 mm breiten Armband bestücken kann. Dass da die Smartwatch drin ist, ein Halteclip. Zwei Armbänder und ein USB-Ladekabel. Dann wollen wir doch mal gucken, wie das Ganze aussieht. Tam, da, da, da. Was haben wir hiervon? Und hier haben wir einen Startup-Guide. Noch einen auf Spanisch. Und da haben wir den ganzen Rest. Hier unten am Boden versteckt sich das USB-Kabel. Hier ist so eine Spezialerfindung von Sony mit einem ganz merkwürdigen Anschluss. Also kein Standard Mini-USB oder Micro-USB, sondern eine Eigenerfindung. Dann purzelt uns hier ein weißes Armband entgegen. Sieht eigentlich ganz schick aus. In der Verpackung selbst haben wir hier das schwarze Armband, Gummiarmband. Ich denke, für den, der nicht unbedingt modische Höchstleistung damit erreichen will, für den reicht das vollkommen. Und hier haben wir dann die Smartwatch. Recht einfach zu zerlegen, die Packung. Keine Schwierigkeiten dabei. Hier hat sich noch was versteckt, und zwar der Halteclip. Vermute ich jetzt mal, mit dem man das an die anderen Armbänder anpassen kann. Mit Schräubchen aus Metall. Und so sieht aus, der Inhalt. Wollen wir mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Im Startup Guide steht, dass vor der ersten Benutzung sollte man das Ding einmal kurz laden, so für 2 Stunden. Als ich das jetzt eben auch gerade aufgemacht habe, habe ich gedacht, wo schließt man denn bitte schön das USB-Kabel dran an? Aber das ist ganz einfach und damit ihr nicht auch noch suchen müsst, da zeige ich es euch. Und zwar hier unter dem Clip-Clap, einfach einlegen, zuklappen, fertig. Und dann an den PC. Schade, dass kein normaler Netzstecker dran ist, sondern nur ein USB-Ladekabel. Aber da ja sowieso ein USB-Kabel dabei muss, damit man die ganzen Widgets draufkriegt, war das wahrscheinlich für Sony die billigste Lösung. Die Smartwatch hat jetzt genug geladen. Ich habe sie mir jetzt auch schon mal an den Arm geschnallt. Ist eigentlich ein recht kleidsames Stück. Dann habe ich mir auf dem Handy den LiveWire-Manager installiert. Und zwar, normalerweise installiert man sich den Smart Connect. Aber der funktioniert erst ab der Android Version 4.0. Da ich 2.3 oder 2.6 habe, weiß ich gar nicht genau, ist es bei mir der LiveWire Manager. Also wir starten den LiveWire Manager, öffnen dann den Blauzahn und schalten dann mal unsere Smartwatch an. Mal jetzt mal Bluetooth-Gerät hinzufügen. Geräte suchen. Die Smartwatch, da ist er. Mit diesem Gerät koppeln. Kopplung läuft. Ist verbunden. Bestätigen, dass Passkey Smartwatch ist und mit 674978 gekoppelt wird. Annehmen. Nur noch das grüne Häkchen drücken. Und die beiden sind miteinander verbunden.
Gekoppelt, aber nicht verbunden. Smartwatch wird an das Handy angeschlossen. Die für dieses Zubehör erforderliche Anwendung installieren? Ja. Willkommen im Play Store. Mach ich am besten das WLAN mal an. Smartwatch, Sony Mobile Communication Systems. Installieren. Akzeptieren. Wird heruntergeladen. 3,02 MB mehr auf dem Handy. Smartwatch wurde installiert. Auf Smartwatch klicken. Uhren, hier kann man dann Uhren, Anwendungen und alles Mögliche mit verwalten auf der Uhr. Ich ändere jetzt mal die Uhr und sage. Und sage jetzt, ich will so eine schöne digitale Uhr. Und schon habe ich sie. Das gezeigt, ja. So. So. Oder die hier. Oder die hier. Die hier. Oder die hier. Wunderhübsch, geht in Sekundenschnelle. Ganz einfach eingerichtet. Und das ist alles, was man zum Starten mit der Smartwatch braucht. Die Uhr kann so einiges. Man kann zum Beispiel sie als Kalender benutzen oder um Anrufe entgegenzunehmen, als Messaging-System, um sich SMS anzeigen zu lassen oder sonst irgendwas, um ganz heimlich auf dem Laufenden zu bleiben. Außerdem hat die Uhr noch so ein schönes Bewegungsfeature drin. Momentan ist sie im Standby, aber wenn ich dann auf die Uhr drauf gucke, dann tada, sehe ich die Uhrzeit. Ist das aktiv. Schönes Gimmick für alle, die gerne informiert bleiben. Für alle, die gerne mit kleinen Gadgets angeben. Kleine technische Spielerei. Super Sache. Bis zum nächsten Mal, sagen eure Professionals.